Hi, ich bin wieder da. Ich zeige euch nochmal die alten zwei Vorher-Fotos. Und der Grund, dass ich mich zwischendurch melde, ist eigentlich ein ganz anderer, nicht diese zwei Vorher-Fotos. Ich habe heute das Foto aufgehoben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich gefunden habe. Die Fotos. Das muss ich euch im Link zeigen. Also, das war indiskret. Ein bisschen. Und zwar, das ist ein Bild von meinem Kopf. Man sieht, sieht aus wie ein Pfannkuchen. Dann habe ich ein Bild, jetzt bin ich ja 32. Und auf diesem Bild war ich 21. Kann man das sehen? Ich kann nicht. Könnt ihr das gut sehen? Ich hoffe. Ich hoffe. Und ich finde irgendwie, Diät hat schon jünger gemacht, auf jeden Fall. Wir gucken mal. Okay. Ganz krass ist ein Foto mit der liebsten Kollegin von der Welt. Da ich sie nicht gefragt habe, zeige ich sie euch nicht, aber ich zeige euch nicht. Das ist eigentlich gar nicht so alt. Ich denke mal von 2006 oder so. Und wie man da sieht, ich trage leider einen weißen Pulli vor einer weißen Wand. Und deshalb könnt ihr das vielleicht nicht so gut sehen, aber da sieht man wirklich schon, wie es unten weitergehen muss. Also das ist echt tonnenartig aussieht. Ich muss ja sagen. Ansonsten wurde ich angeschrieben, dass ich mich doch bitte mal schminken wollte. Habe ich extra für euch gemacht? Nein, nicht mal. Ich bin nicht weggehen. Und damit mein Lieblingslipgloss. Das ist so das einzige Make-up. Ich weiß, das ist nicht gerade normal, weil viele haben hier ja richtig viel Make-up. Ich hab lieber nicht so viel Make-up, also lieber nicht. Bin ich halt nicht so gekommen, wie. Das ist ein Lipgloss, da ist so ein Gebamsel dran. Ich glaube, das ist von Yves Rocher. Das hat voll wenig gekostet. 2 Euro oder so, ich weiß nicht. Den mag ich auf jeden Fall super gerne. Und ansonsten benutze ich die Probe, die ich in der amerikanischen Cosmopolitan dran hatte. Ich muss übrigens mal was draus vorlegen, da habe ich eine alte Ausgabe gefunden, über was man alles essen kann, damit man dabei noch extra viel Fett verbrennt. Lese ich euch gleich bald noch vor. Das hier war nämlich da drin. Eine Chalet-Probe. Das hatte ich in Deutschland noch nie, dass ich mir eine Cosmo gekauft habe. Und da war eine richtig coole Probe drin. Weil der ist auch, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Der hat eine ganz gute Größe, finde ich. Und ich mag den. Also sozusagen mein anderes Zeitschminke. Das heißt, das habe ich geschenkt gekriegt. Und den Lipgloss habe ich mir für ganz wenig Geld gekauft. Ansonsten war ich fleißig. Ich habe nämlich gerade wieder ein Rezept erfunden. Der Hintergrund ist, Proteinkekse sind ja mal ein bisschen teuer. Ich gehe gleich zum Sport und wollte mir was machen zum Mitnehmen. Und da habe ich jetzt was, so Mini-Cheesecake, nenne ich das. Merke ich das mal? So sieht das aus. Und das ist halt aus Proteinpulver und Quark und noch ein paar anderen Sachen. Ich bestelle das Rezept in meinem Blog www.abnehmen-engel.de. Ich habe jetzt so kostenfreie Mitgliedschaften da auch drauf. Das heißt, wenn ihr das Rezept sehen wollt, also es kommt erst morgen, ich schaffe das jetzt nicht, ich muss gleich zum Sport. Dann loggt euch einfach ein, registriert euch, da gibt es auch kostenfreie Sachen. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao!